Mein Name ist Frank Behnke, bin jetzt dann 60 Jahre vom Beruf Physiotherapeut und Heilpraktiker mit Schwerpunkt Chiropraktik, wohnhaft in Aachen. Ich bin gebürtig aus Ludwigsburg, da aber schon längere Zeit hier im Badischen lebe, würde ich sagen, das hier ist meine Heimat. Meine Hobbys sind neben dem Laufen auch ein Stück weit reisen, bisschen Kultur, lesen und wunderbare Musik hören. Ich habe so einen kleinen Faible für ein bisschen Jazz, aber ich bin so auch so der typische, der Classic Rock hört, der richtig Musik mag, so von Hand gemacht mit Gitarre, wo man wirklich noch sagen kann, okay, das ist Musik. Kommen wir zur ersten Aussage zurück. Das war ja so, mein allerliebstes Hobby ist das Laufen. Ja, und ich habe mich entschieden, noch einmal einen riesengroßen Ultramarathon bzw. die Challenge of My Life zu machen. Das ist die Trans-España. Wir sagen, das ist ein Foot Race, also ein reines Straßenrennen. Ein bisschen, ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sind, glaube ich, 10%, ist so ein bisschen unasphaltierter Weg, so wie wir das in Spanien im Landesinneren streckenweise noch kennen. Aber okay, es gilt, es ist ein Foot Race. Die Distanz ist, es variiert ein bisschen so zwischen 1070 und 1080. So, ich glaube, auch der Veranstalter weiß nicht so richtig. Manchmal schreibt er von 1070, manchmal von 1080. Sagen wir es ganz einfach, es ist ein Rennen über 1000 Kilometer und ja, Dauer 18 Tage. Wenn wir jetzt die 1080 Kilometer mal durch diese 18 Tage teilen, dann kommen pro Tag so durchschnittlich 60 Kilometer raus. Und nehme ich die 13.000 Höhenmeter einfach mal auf die 18 Tage, so sind es im Schnitt 720 Höhenmeter, die zu überwinden sind. Also man muss sich vorstellen, man läuft pro Tag mindestens einmal hoch auf die Hornisgrinde. Das ist also das Höhenprofil, was du mindestens pro Tag zu vollbringen hast. Das sind so diese Eckdaten und Punkte zur Transespagna. Der Start ist auf der französischen Seite in Urdos, in den Pyrenäen. Und dann geht es so richtig schön diagonal, wenn man sich das auf der Karte so anschaut, bis nach Malaga runter. Ganz interessante Wegführung, weil wir streifen auch ein bisschen die Sierra Nevada. Also es wird zur Abwechslung eben durch das Wegprofil eine wahnsinnige Herausforderung. Und so kreisen meine Gedanken bei der Transespagna um die Etappe 9 und 10, weil das ist so, ja. Ich glaube, wenn du am 11. Tag wieder an den Start gehst, dann hast du riesengroße Chancen, dass du in Malaga ankommst. Etappe 9, 76 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Etappe 10, am anderen Tag nochmal 76 Kilometer, nochmal 1000 Höhenmeter. Und wenn du, glaube ich, diese beiden Etappen wirklich, wirklich durchgestanden hast, dann sollte das Ziel Malaga erreichbar sein. You and I, we will make it right.